Wo steht denn jetzt Hertha? Jede Woche haben wir neue Wasserstandsmeldungen nach dem Motto klare Absteiger. Heute gewinnt man Auswärts bei Mainz 05. Können Sie es einschätzen, was dieser Sieg heute bedeutet? Ja, das bedeutet, dass wir erstmal, nicht wenn wir heute verloren hätten, dann verliert man langsam den Anschluss und die Leute sind ganz deprimiert und jetzt sind natürlich eine ganz klein bisschen Euphorie auch da und wir hoffen und glauben, dass wir das noch schaffen können. Das hat hier dieser Sieg heute bewirkt. Sie haben das letzte Mal Abstiegskampf erlebt, glaube ich, so vor 30 Jahren bei Kickers Offenbach. Da sind Sie gar nicht gewohnt. Wie fühlt sich denn sowas an? Ja, ich habe ja die Arbeit hier mit Freude übernommen und ich wusste, was auf mich zukommt. Und die Hertha, der Gegenbauer und der Preetz haben mich gebeten, doch vielleicht hier behilflich sein zu können. Und das habe ich angenommen. Ich habe ja nichts mehr zu verlieren, habe alles gewonnen. Und dann war okay, ich mache das und hoffentlich geht's gut. Haben Sie weniger Druck als das Umfeld? Ja, natürlich, das Umfeld hat mehr Druck als ich, weil selbst wenn das mal nicht gut gehen sollte und Hertha ist da nicht in der ersten Liga, muss es dennoch bei Hertha weitergehen. Und dann müssen sie versuchen, auch wieder eine Mannschaft zu bekommen. Also heute geht es ja, wie man in alten Essen sagt, ohne Moos nichts los. Naja, wenn sie eine gute Mannschaft haben wollen, dann brauchen sie auch ein bisschen Geld. Das muss Hertha dann besorgen. Also Hertha braucht für die nächsten Jahre einen Rettungsschirm. Egal, wo die Hertha spielt, sie bleibt auf jeden Fall erstklassig beim FC Bundestag, oder? Nein, ich muss ja vorsichtig sein heute. Sobald ich irgendwo was sage, wird das ja in alle Richtungen interpretiert, nicht wahr? Genau, wie Sie gesagt haben, er zitiert immer Goethe. Also da, bei euch Journalisten ist ja so, das habe ich schon gesagt, man muss vorsichtig sein, wenn man zu erkennen gibt, dass man weiß, wer Schiller und Goethe ist. Und schon wird das hämisch kommentiert. Nicht hämisch, nein, nett. Nicht nett, nein, auch hämisch. Okay, aber heute Glückwunsch und alles Gute, Herr Hacke. Danke.